La, 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 Ich la, mach schwer, ne? Ist na okay. klar, immer. Das ist doch hier Kindergarten. Weil ich wollte jetzt nicht mit leichter durchsowaschen. Mir bringt das natürlich nichts, aber euch speicherte genau. Ach, der Anzug ist, den habe ich Räucherei genannt. So. Da bin ich mit nur einem einzigen Anzug. Ja, also wie gesagt, ich habe es bei mir, jetzt hat jetzt in Hannover gibt es noch so einen kleinen lokalen Anbieter für Internet und der hat jetzt die 100er Leitung reingelegt. Weil da ich noch mit der Telekom gebunden bin, kann ich das nicht so einfach. Ja, kannst dich auch mit, kannst dich sogar bei Telekom rauskaufen. Das ist sogar, also einer der wenigen, wo das wirklich möglich sein soll. Dass du dich rauskaufen kannst. Irgendwie Ja, 10 oder 20 Euro pro Monat. aber warum soll ich denn noch mehr Geld ausgeben? Das sehe ich ja gar nicht ein. Schnellere Leitung, ne? Oder manche Anbieter übernehmen dann auch die Kosten, ne, wenn du darüber wechselst, für die Restlaufzeit. Schauen wir mal. So langsam, auf jeden Fall denke ich mal schon, dass ich auf den Wetter machen muss. Na ja, sehen. Deswegen, wenn meine nächste Wohnung für mindestens 120.000er wahrscheinlich haben. Oh, voll auf. Da soll jemand sagen, die Fragmentieren bringt nichts. Diese Straßenverhältnisse hier Sind sehr modern. ja, so wie bei uns. Autsch, die Kopf Nee, nicht da gekriegt. hier sind die Yay. Straßen wirklich aus einem schlechteren Asphalt als uns. Unser Asphalt ist ja so dunkel wie hier dieser Abschnitt, der hier vorne anfängt. Ja, hier haben, glaube ich, viel Beton, ne? Also ich glaube, so wie ich es gesehen habe, sind das viel Betonplatten. Ja, und das andere, wir haben ja eigentlich nur Asphalt, ne? Aus ein paar Ausnahmen natürlich. Ach, jetzt labert er wieder eine gefühlte Ewigkeit. Ja, er hinterlässt uns unterhalten, wen wir da fretten sollen. Was uns im Grunde scheißegal ist, aber wir müssen Geld arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, mir kommt das auch nur vor, dass er irgendwie aus dem eigenen Songs nur vier Lieder spielt, ne? Das ist ja nicht, wie das bei euch ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich die Ingame-Musik nicht mehr anhabe. Egal. Ja, dann ist es auch egal, aber ich mache das so. Jetzt bei dieser Fahrt zum Beispiel, hier ist man schon 20.000 Mal gefahren. Und deswegen weiß man die auch schon auswendig und braucht auch nicht mehr auf die Ja, so viele Karte. sind es nicht. Es hängt aber vom Reisenden zu Reisenden, aber ich glaube, so viele Reisenden sind es nicht, nein. Ja, okay, ich bin jetzt auch keine 20.000 genau, aber ich bin so oft schon in die Lanke gebrettert. Und, Au! das juckt die Karre nichts. Nö, das ist der Scheißegal. Nur eine kleine Kratze vorne, ey. Diskussion, ein Auto wird durch Panzerung im langsamer, das stimmt schon mal nicht, weil ich hatte das mit dem Turismo eher mal ausprobiert. Ich hatte keine Panzerung und Angel hatte die pa Panzerung und seiner war nicht langsamer. Gottes Willen. Naja, Kuruma ist eh imbar, also das ist fies wirklich. Ihr fahrt auch nach hinten, ne? Ganz wir fahren voll rein, wir fahren voll rein, du kannst am Ende bleiben. Ach. Fahrt bitte hinten rein, das ist besser. Du hast zu jammern, wir sind eben gerade auch vorne reingefahren, das ging wunderbar. Ja, und wie oft seid ihr gestorben? Null. Bleiben Also, Sie ganz wenn ich ruhig, jetzt. Yoshi. Bleiben Sie, mach du da hinten dein So, Ding. wenn. Ihr könnt jetzt probieren und wenn einer gleich dabei stirbt, dann fahrt ihr alle nach hinten. Okay. Jo, jo. Okay. So. Alle mal Einfach aus ready. der Karre jeden um alle umballern. Den dummen, ey, die gehen in Deckung. Von euch und ich kann die wechseln ab. Genau, deswegen haben wir es so gemacht. Flankieren.
hinter mir kommt einer, genau da ich. Ich krieg den nicht, der kommt jetzt zu euch. Doch, auf ihn. Dein jetzt aus. Nächste Welle kommt. Einer kommt rechts übers Feld von meiner Seite. Seid, hatte ich da kurz da zurück, wir machen das ja alle schon. Okay. Noch ein Fahrzeug, wo ist denn noch ein Fahrzeug? Ach da. Ganz genau. So. Ich fahr kurz eben den Platz wieder frei. Ach, ich muss Vorsicht, 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 Jungs, nicht da drauf schießen, dann. Ach, ich muss ja, ich wusste nicht, dass du da jetzt da. Ja, du bist der Pilot, Ach, ist klar. Ich krieg natürlich die langweiligste Aufgabe. Ach ja, ich bin auch fast gleich und blöd. Du bist der Chef? Der Chef muss immer die beschissensten Aufgaben machen. Ja, ist klar. Und kriegt dafür trotzdem kein Geld. So ist es im Leben. Eine Welle kommt noch, ne? Hier nach. Oh, der ist erwischt. Meinst du? Nee. Ja. Das war's. Rammt ihr bitte kurz auf der Fahrbahn die Autos okay. weg. Warte, warte. Mein Auto ist für Freunde und Crewmitglieder offen, also. Ach, kann ich ja jetzt eigentlich komplett aufmachen, weil jeder kann damit fahren. Kostet ja keinen was, wenn der zerstört wird. So. Also, ich flieg. Flieg nur los. Maschinen. Und jetzt alles gut. Nicht mit G auch vertauschen. Das wird jetzt, ja. Ist mir schon einmal passiert. So. Ich habe Spiele, auf jeden Fall. Solche Spiele machen wir zwei Straßen und das ist noch das gleiche. Hm. Also, solche machen nur Multiplayer-Spaß. Also, GTA kannst du allein auch nicht spielen. Das ist definitiv auf Dauer nicht langweilig, aber. Im Team macht das am meisten Spaß. Was ist Ich fahr lieber schnell weg, bevor ich sehe, was du da machst. Ich höre lieber auf mit den Stunts. Eigentlich ist das wirklich so, das ist eigentlich nur ein Multiplayer-Spiel, wo man mit Freunden spielt, weil macht auch wenn man über Teams spielt, ist das eigentlich total schwer. Ja, random kriegst du die einfachsten Missionen nicht hin. Ja, das stimmt. Ja. Die, bei der letzten zum Beispiel, bei der letzten Haste-Mission schafft man so, wenn man mit den Leuten, die man schon kennt, lange, 40 Minuten maximal, und wenn man die Leute nicht kennt und die auch mit denen auch nicht sprechen kann oder so, und wenn das voll Noobs sind, dann 5 Stunden, wenn überhaupt, wenn es denn überhaupt möglich ist, ne, wenn du Pech hast. Ich habe mal 2 Stunden allein versucht, die letzte Haste-Mission zu machen und hat nicht funktioniert. 5 Stunden, da wäre ich ja schon ausgerastet. Ja, das hat an Muni 100.000 verschlungen. 100.000. Pff, da wäre ich schon ausgerastet. Ja, jetzt musst du nochmal kurz in die Luft ballern und musst mal gucken, was die als NPCs machen. Das ist zu schön. Also, wenn ihr euch irgendwie mal einen Spaß machen wollt bei GTA 5, dann stellt euch in irgendeine gut befahrene Straße und schießt einfach mal in die Luft. Ihr braucht gar nicht auf die Leute schießen, ihr braucht nur die Luft schießen. Die drehen völlig durch, das totale Chaos geht los. Ich glaube, ihr kriegt jetzt auch keine Sterne, ne, wenn ihr jemanden tötet. Nee, jetzt gerade nicht, ne. Gut. Macht doch, habt doch einen Spaß. MPs halt für Engel, ich mag keine MPs. Okay. Ich meine hier, wo die Gun, diese Minigun ist, nicht diese Minigun, hier dieses Auto, dieses MG ist, da ist doch auch so eine automatische Pistole, die ist, glaube ich, so am. Nicht die AP, meine ich. Die andere, die hat nicht jetzt auch eine Pistole. Spreche ich dann diese Einmaschinenpistole, die ist so eigentlich auch. Die AP soll, meinen viele, die soll die beste sein, ne? Ja, AP ist die beste.
vorhin auch bestätigen, dass AFK die beste ist. So, während wir warten, gehen wir kurz AFK, komme ich wieder. Nie probiert. Fertig. Yay! Ich bin sogar in den Hangar reingeflogen. Das ist nicht so schwer. Solange man nicht G mit F vertauscht. Dadurch dann sofort dann auch gleich wieder ein. Es ist so fies, dass ihr Geld jetzt dafür kriegt und ich nicht. Genau zur richtigen Zeit gekommen, was? Wäre mal ausgerechnet, ne? Wenn jeder 20% Stock kriegt, PMP wäre ja mal Bombe. Oh Gott. Hi Muli! Oder was habe ich jetzt irgendwas zu ruhig gerade? Ah, Sekunde. Ja, so, Leute, ich wünsche euch erstmal was. Ich bin erstmal aus dem Test raus. Guckt mal weiter zu. Man hört sich, wie es sich morgen oder so auch immer. Okay. Was ist angekündigt? Was ist angekündigt? Im Multiplayer KSP, aber wozu? Was willst du im Multiplayer machen? Das ist ein Raketenspiel. Ich verstehe nicht, was das soll. Der eine spielt Amerika und der andere spielt Russland. Und dann geht's, das ist ein Wettrennen zum Mond. Nein, man fliegt zu zweit an seiner Raumstation rum und baut sie zusammen. Ja, und? So Space Engineers-mäßig. Wie lange willst du das machen? Das machst du einmal, danach ist es dann Ende. Und dann? Baust du den Exo-Hof. Also, das ist nicht das sinnloseste Multiplayer, was ich je gesehen habe. Das brauche ich gar nicht, ja. Bomberman war cool früher noch. Oh ja. Boah, das hat Spaß gemacht. Meine Haare gehen durch die Kapuze. Okay. Gutes Hagel. Ah, nee, jetzt muss ich, glaube ich, wieder zu. Oh, ich glaube. Lester, der ruft mich noch nicht mal an mehr. Goldfarbton, neue Waffenerweiterung. Yeah, ich bin jetzt auf 400.000 schon mal. Komm, Lester, ruf mich an. Ruf dann. Ich fahr kurz eben. Jetzt etwa doch, mein da, Auto. Ach, da, der hat angerufen. Geht das schneller. Mein Auto ist jetzt oben auf der Straße gespawnt oder was? Richterlich. Ich lade euch jetzt gleich sofort wieder ein, ne? Ich kann jetzt alle einladen. Also wenn gleich so ein komischer Name da ist, nicht wundern, das bin ich. Ich wundere mich eher, was ich gar keinen Spielsound jetzt gerade habe. Oh, das hatte ich hier gestern. Ah, da muss man, das korrigiert sich irgendwann wieder. Selber. Na, ich denke mal, wenn ich eine andere Sitzung habe, dann... Ach Mann, ey, es ist aber auch wirklich, ne? Ich habe alle eingeladen. Also Rodanrio. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich selber mal sowas hosten kann? Muss ich dann? Du musst alle selber spielen. Du musst selber alle hosten, sonst kriegst du keine. Nee. Er muss nicht alle selber hosten. Er muss einfach alle einmal gespielt haben. Dann kann er dann auch alle hosten. Ja, weil jetzt zum Beispiel den Gefängnisausbruch, den kann ich nicht hosten, obwohl ich den selber, ich habe den ja schon mal komplett gespielt. Ja, aber du kannst es spielen und dann musst du... Ah, stimmt, du musst alle fertig haben. Genau, oder du machst das viel einfacher, indem du einfach alle mal gespielt hast, dann kannst du sofort alle hosten. Du musst alle quälen. Du musst alle einmal abgeschlossen haben, dann kannst du auch alle hosten. Alle gespielt haben, einmal das Final von jedem gespielt haben, dann kannst du sofort alle hosten. Einladung von
Ich kann den zweiten erst aufmachen, wenn ich den letzten Mal gespielt habe. Pass auf, ganz ruhig. Bin ich alle durcheinander. Da habe ich keinen. Boah, nee. Ich habe eingeladen, da steht Einladung raus. Sonst ladet die. Ich habe schon Einladung. Also Leute, ganz langsam. Also, du kannst erstmal selber hosten, tust du eigentlich nur die, die du auch selber abgeschlossen hast. Das steht auch in den Informationen so drin. Das heißt, du musst einmal alle praktisch als Chef einmal alle durchgehen. Es gibt aber einen kleinen Trick. Wenn du als Crewmitglied alle abgeschlossen hast, dann bekommst du die Fähigkeit frei, Lester anzufragen und alle automatisch selber zu starten. Das ist sozusagen ein Umweg. Ja, der ist um einiges schneller. Das andere dauert. Richtig, der ist um einiges schneller. Richtig. Boah, bis du erstmal die Anfrage bekommen hast und dann wirklich, wenn du keine Gruppe hast, natürlich, bis du dann überhaupt geeignete Spieler hast. Ne? Also manchmal braucht Lester 5 Stunden, bevor du dir die neue Anfrage schickt. Mhm. Also echte 5 Stunden, keine Ingame 5 Stunden. Starte ich mal wieder. Das ist jetzt, was ist jetzt nochmal? Der Bus? Ja, genau, der Bus. Er fährt mit dem Bus, ich schieß den Hubschrauber ab. Boah. Wer möchte, wer hat Bock? Keiner, dann fahre ich ihn. Ich würde sagen, fahr du mal. Dann fahre ich ihn. Euch rein, nein. Ich will mal mit Kompanzerung. Also das ist ein bisschen blöd. Das ist eigentlich ist es nicht richtig gedacht so. Also normal sollte das so nicht funktionieren, aber es funktioniert so. Und ich habe keinen Ingame-Sound. Oh. Naja. Das heißt, wenn wir das jetzt alles hier, den Gefängnisausbruch komplett durchziehen? Ja, nach Finanzierung, weil du wahrscheinlich Finanzierung A nicht hast, weil Finanzierung A. Serie A. Wie kommst du auf Finanzierung? Serie A. Ja. Das musst du am besten noch machen und dann, wenn du die anderen auch schon alle gemacht hast, dann kannst du alle hosten. Witzig, dass ich keinen Sound habe. Das ist doch total nervig. Ah, ja, du musst dann warten, bis der Teil fertig ist manchmal, dann bin ich wieder normalerweise da. Mal gucken, wer als erstes da ist. Ich bestimmt nicht, ich habe ja keinen Ton. Das ist... Ach nee, also das ist mir in letzter Zeit wirklich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann spielen, alles ist super, ich streame und nichts funktioniert. Ich könnte kotzen, wirklich. Die ganzen Multiplayer-Spiele sind alle für den Arsch. Ich spiele nur noch Singleplayer-Spiele, streammäßig, Punkt. Lautsprecher als Standard festgelegt. Das hat ja nichts geändert, ich habe nichts geändert, Yoshi. Ach so. Einfach plötzlich, ich bin aus dem Spiel rausgeflogen und habe keinen Sound mehr. Vielleicht kann ich es gleich mal reanimieren, aber erst gleich. Ja, ich glaube, für den brauchst du sowieso, du brauchst ja nicht schreien. Du brauchst ja nur beim Finalen. Finale musst du ja eigentlich nur das Lautsprecher haben, damit du schreien kannst. Ah, wenn ihr nicht leise seid, dann kommt Justin Bieber. Ja, Mann, schreit doch nicht rein. Wer macht denn das? Ich hab das wirklich gebracht. Ich hab das beim Final Heist gebracht und alle hatten sofort Angst. Echt? Ja. Du kannst auch reinschreien und dann kriegen die auch Angst. Da brauchst du nicht schießen. Ich fand das lustiger. Also alle haben auch gelacht, als ich geschrien habe. Seid ruhig, sonst kommt Justin Bieber. Nö. Also ich schieße den so lange nicht ab, bis ihr da seid. Ja. Ich habe gerade mit dem Zoll versucht, aber... Es geht mir so auf den Keks, ich werde in Zukunft erstmal keine Multiplayer-Spiele mehr spielen. Das ist mir alles auf den Keks hier langsam, wirklich. Nur Ärger mit der Scheiße. Ich hab mir so auf den Keks, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das glaube ich. Aber boah, ey, das muss extrem geil sein, ne? Wenn ihr jetzt mit einem schweren Scharfschützgewehr einfach mal den Ubi wegschießt. Ups. Hast du es eigentlich jemals geschafft, hier so heile runterzukommen? Dass er nicht kaputt gegangen ist? Der Heli? Nee, ich meinte Sven jetzt. So. Was möchtest du? Bin angefressen.
keinen Spielsound und wie geht das alles gerade? Sollen wir dann jetzt loslegen? Voll ab. Oder ich ja, ich bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Kannst abschießen. Ja, warte, noch nicht. Ich muss erst jetzt hier auf dem Bahnkreuz anhalten. Und da muss ein bisschen weiter weg sein. Ja, ich gebe. Ich kann nicht, der Bus, Gefängnisbus fährt weg. Okay, ich schieße jetzt ihn ab, ne? Ja, schieß ab. Schuss. Warum sind die schon wieder so viel? Ja, ist ab. Jetzt dann drauf. Ich komme nach. Ich nehme mein Auto, müsste funktionieren. Ey, unglaublich. Die Polizei kommt von vorne. Ich von hinten kann ich aufpassen. Ja, von keine Panik. Ich werde eh gleich links ziehen und dann ab in die Pläne. Also ihr guckt, dass ihr aus dem Kreuz rauskommt. Ich kann leicht dann, oder beziehungsweise... Muss ja nur darauf achten, dass die das keine Dings kommen. Nicht umfahren. Ja, fahr drauf, ich pass auf, ich halte die Polizei ab. Die checkt das noch nicht mal, dass ihr hochgefahren seid. Deswegen sage ich ja, du brauchst ja eigentlich nur berghoch fahren, das reicht meist schon. Wie gesagt, du brauchst, solange du kein Dings hast, solange du kein Helikopter am Hals hast, ist das alles kein Problem. Nicht schieben, ich falle eh schon fast um. Ah, ja, es ist halt World of Tanks Reflexe. Jetzt ist, ich glaube, das ist kein Panzer, ne? Warte, bis das Team die Koppel abgeschüttelt hat. Dauert nicht mal lange, die schaffen sollten es. Ich guck nach, ob die es rechtzeitig hochkommen, sonst schieße ich die ab. Aber nee, ist weg, ich habe auch frei. Ja. Ich würde gerne mal das Spiel nochmal neu starten. Oh, nerv. Really? Der Back ohne SAS, ja, einfach nur so. Einfach rein. Ach, guck mal, da ist der ja immer noch. Den nehme ich ja gerne mal mit. Warum denn? Ja, ach komm, hier ist ein Gefängnisinsasse. Der muss ja irgendwas falsch gemacht haben. Er hat unsere Gesichter gesehen. Wir dürfen genau. Keine Zeugen hinterlassen. Soweit ich mich erinnere, sind wir selber auch nicht gerade so viel besser als er. Also eigentlich, wenn wir jetzt Bullen spielen würden, würde ich sagen, okay. Dann aber unsere Crew ist schon voll. Genau, da kommt er nicht mehr rein. Da ist für den kein Platz mehr frei. Ach, Mann. Boah, ich weiß noch, dass letztes Mal, als hier mich jemand getrollt hat, ne, der meinte, immer herumzuschießen, damit er keine die Sterne nicht verliert. Auch nett. Hab mich dann einfach selber in die Luft gejagt. Und ich habe keinen Spielsound, das ist voll nervig. More Boosters, ja, more Boosters. Nice. Ja, das kann ich nicht skippen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel so flüssig auf, über mich läuft. Ich sag nur, dass es daran liegt, dass ich streame, manchmal. Aber es hört mir keiner zu. Es hört mir echt keiner zu. Hab ich aber auch gesagt. So indirekt. So, jetzt wieder Spielsound. Ja, wieder da. Gut. Weiß ich noch nicht. Muss nur gucken. Normalerweise müsste es gleich wieder da sein. Ich habe auch noch nie gehabt, den Fehler, dass das kein Spielsound mehr habe. Ich noch nie gehabt. Gestern auch zum ersten Mal. Ach ja? War wahrscheinlich ein neuer Fehler. Morgen ist ein Feiertag. Gut. Ich habe ja Energy-Getränke genug für morgen. Und Schokolade. Es backt hier völlig rum. Meine Le. Ich muss mal kurz neu starten. Das ist gemein, ne? Ich glaube, 10 Sekunden sind da schneller durch, weil ihr die auf der SSD das Spiel drauf habt. Nein, habe ich nicht. Nein? Mhm. Ich auch nicht. Okay, dann ist es mein Internet. Na, es ist Internet. Weil meine GeForce kann da nicht dran, das kann da nicht dran liegen und auch nicht mal mein CPU. So. Steam sagt mir gerade, dass du jetzt das Spiel spielst, Sven. Eins hatte ich bestimmt.
Ich könnte mit meinem Auto rumfahren, wenn ich es kaputt mache, müsste es natürlich das kann, so immer. Tajona, das oder Muni, das kann nicht funktionieren. Du brauchst das Ding nur einmal anstupsen, dann brauchst du das so unendlich schnell drehen, dass dann sowieso nichts mehr geht. Also das ist ja gar nicht schwer eigentlich. Da rammst du einfach mal so irgendwas rein. Das müsste offen sein, warte mal, ich guck nach. Ich bin noch nicht online. Falsche. Warte, jetzt kann jeder darauf zugreifen. Offen. Ja, es ist so zum Kotzen, es geht mir so auf den Keks, echt. Ach, da ist der Lester, der lästert mal wieder. Bei KIS gibt es Sprengstoff. Wozu brauche ich den Sprengstoff bei KSP? Mann, ey. Ach ja, was ist jetzt eigentlich mit, wie heißt das nochmal, das Spiel, wo man springen muss und das mit den Röhren, wo viele Leute ihr Handy kaputt gemacht haben mit. Was? Happy Bird. Flappy Bird! Ja, Flappy Bird, da hört man auch nichts mehr von, ne? Nee. Wow. Für alle Hypes. Ja. Hat den Entwickler reich gemacht und dann war es das. Er hat 35.000 am Tag bekommen. Durch, nur allein durch Werbeeinnahmen. Ja. Hat er da nicht immer mal rausgenommen, das Spiel sogar, weil ihm das zu viel wurde? Aber das hat nur noch mehr Hype erzeugt. Ja. Und dann hat er es wieder reingepackt und dann ist er halb weggegangen. Und der hat irgendwie ein neues Spiel gemacht mal. Ja, so ein ähnliches, stimmt. Aber das war nicht so toll. Ja. Ach, hätte man leicht, während der Hype noch da war, hätte man leicht... KSP ist Dauerhype. Special Version rausbringen müssen, Teil 2 rausbringen müssen und den Hype... Ne? Dass man nach dem Hype quasi... Aber der Hype ging Software über ein, 2 Monate. Du kannst mir jetzt nicht sagen... Rechne mal jetzt 30.000 knapp. Im Monat ja, mal 30. Er müsste, also ich würde schon tippen, dass er mindestens allein schon durch die Werbeeinnahmen auch nochmal zusätzlich noch anderen Einnahmen so knappe 1 bis 2 Millionen hat. Ja. Tja. Mindestens, ne? So, endlich bin ich auch wieder online. Ach, das ist nicht schön. Warum gehst du bloß immer offline, ehrlich? Ach, jetzt habe ich wenigstens wieder Spielsound und alles ist wieder gut und jetzt kann ich auch wieder spielen. Was ist euer bester Sprung mit einem Auto? Keine Ahnung, habe ich noch nicht getestet. Meiner ist 2 Kilometer. Cheater. Gar nicht. Bug-User. Na, ist auch kein Bug-User. Das ist auch kein Bug. Das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, die die Spieleentwickler mit eingebracht haben. Cargo-Bob reinsetzen, hochfliegen und fallen lassen, oder? Ja. Nö. Ja, nee, okay, 2438,899 Meter. Höher geht schwer, weil man kann nur bis 8100 Fuß hochfliegen. So, kannst du mir nochmal eine Einladung schicken, bitte? Ausnahmsweise. Ich war nicht online, deswegen konnte ich nicht, hab ich nichts bekommen. Was soll ich wieder? Spielsound. Doch, da. Abnormale warum kann ich... Okay... Den Level 13er kann ich nicht einladen, weil er blockiert ist. Das sagt mir das Spiel zumindest. Ja, dann ladet ihr den mal gleich. Ladet ihn dann mal gleich ein. Den sei schon. Ladet ihn gleich mal ein. Ach, wie ist das alles schön? Wie geht mir das? Ja. Ach, Mann. Zum Spiel einladen. Kriegst du eigentlich, wenn ich jetzt 10.000 Mal drauf klicke, 5.000 Nachrichten oder nur einmal? Ich krieg, wenn überhaupt, nur eine Nachricht meistens, aber jetzt habe ich eine zweite gekriegt. So, wer fehlt denn alles noch? Du fehlst noch. Ich habe noch einen schnellen Gang-Ding ins Und du bist noch. Ja. So ein Gangbang. Ja, diesen kugelsicher, ja. Gangbang, das hört sich an, ey. Also diese ganze Rüstung vermindert den Schaden, den man bekommt, tatsächlich, ja. Wo bin ich bloß hier gelandet, ey? Ich sag nichts mehr. Das machen wir manchmal besser. Ja, bei mir glaube ich schon dolle, ne? Also, so oft wie ich das, den Wunsch gehört habe, ich soll mal endlich meine Klappe hören, ist das, Ja, mach doch einfach mal. Mach doch einfach mal eine halbe Stunde. Das kann ich nicht. Das ist eine Sache, das ist so, als würdest du jemand sagen, er soll bitte seit einer halben Stunde sein Herz anhalten und wieder zum das Schlagen. Das geht bringen. Immer. Das ist, Muni, das ist tatsächlich so. Ja, mit Elektro. Dass du,
damit weniger Schaden bekommst. Aber kugelsicher im Sinne von, du kriegst gar keine Kugel durch, ist es natürlich nicht. Ich könnte mich selber erschießen, wenn ich es unbedingt sehen wollte. Das weiß, dass ich es sehen wollte. Ja, oder du schluckst, wenn du selbst töten auswählst, oder du nimmst hier diese Pill, diese Tabletten, wo du sofort stirbst. Wie heißen die nochmal? Ja, nochmal dran. Genau, Zyankali-Tabletten. Entweder du erschießt, tötest dich mit denen, mit einer Pistole, oder du nimmst Zyankali. Das sind zwei Möglichkeiten, wie du stirbst. Aber Zyankali finde ich immer lustig. Ach, wir sind alle drin, ich merke das gerade gar nicht. Top, die Wette gilt. Die wollen mich heute irgendwie alle dissen, weißt du, ich habe schon einen total schweren Stand, da lassen sie mich ein bisschen aufbauen, bauen sich alle, wollen sie mal alle damit rumnitten, das ist wieder typisch. Sollst du eine Runde Mitleid haben? Alle mal. Das ist so richtig typisch. Es gibt nur noch schwarz-weiß. Es gibt nur noch entweder oder. Dazwischen ist alles weg. Weil, ne? Och nee, ich hole aber nicht die Polizei. Ich will nicht wieder wie letztes Mal. Ich will nicht leider nicht mit dem Polizeiauto, sagen wir mal so. Na, dann geh doch rüber, mein Gott, dann schieb doch einen rüber. Du kannst doch als Chef. Ich habe kein Problem, Polizisten zu spielen. Nur ich fahre nicht mit dem Polizeiauto. Ich hol den auch, aber ich fahre da nicht mit weg. Ich dachte dir das eine Mal. Ist okay, Yoshi. Ist okay, ist angekommen. Ich brauche jetzt nicht weiter ergänzen, warum. Dann nimmt das Fahrrad. Ich. Ich hab's noch nicht geholt, aber steht hier. Wartest du dann eben kurz? Ich hole dann die Polizei. Ich fahr dann weg und du fährst dann mit dem Polizeiauto weg. Bin so ökomäßig unterwegs. Das müsste eigentlich irgendwie extra belohnt werden, was ich mir heißt, mal komplett auf Fahrrädern zu machen oder so. Das stimmt, ja. So eine Belohnung, wenn du jede Heist-Mission in Ego-Modus gespielt hast. Das ist nicht. 100.000 oder so nur. Nicht viel. Warum ist mein Fahrrad? Ja. Ist dein Fahrrad wahrscheinlich. Meinst du, ist es nicht? Ja, das ist mein Fahrrad! Hat jemand ein Auto kaputt gemacht? Nein. Die Zeit kommt schon. Ich ruf nur mal die Versicherung an. Ich will nur mal sicher gehen. Was sind sie denn? Die kommt von... alles ist da. Die kommt von... Ach, ich muss schießen, sonst hören die mich nicht. Vorne links. Hier in dieser Richtung links kommen die. Na, kommt mal her, Jungs. Also ich hau nur noch ab. Ich nehme den gepanzerten. Ich versteck mich. Ja, klar. Ich gebe den Tipp, bleib bloß nur nicht mit dem Auto stecken. Bleiben Sie ganz ruhig. Da sind sie. Ich hab sie nicht. Verstehen, bleib mal. Bis später. Ahoi. Guck mal, ob der Platz wieder funktioniert hier. Manchmal geht's, manchmal nicht. Es wird knapp. Nein! Der hat mich gesehen, der ehrlich, ey. Ja, als wenn da kein GPS da drin wäre, genau. Und wo ist geworden? Cheetah. Ich bin auch gleich auf Sternen frei. Jetzt lese vor. Nein, ich drücke ganz schnell die Hupentaste bei dem Polizei. Das sind die Töne von sich. Ich komme. Warte kurz in einer Kreuzung. Wir treffen uns an der Polizeistation, ist glaube ich einfacher. Ja, wenn ich drin bin, kannst du ja einen Dubstacker. Genau. So
schwer zu fahren. Ehrlich. Das ist dann so wie die Dubstep-Kanone bei Saints Row. Ne, Saints Row nicht, Doch, Saints Row war das. Saints Row war es, ja. Ja, Saints Row 3, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, eins, was ich im Spiel kacke finde, die beleidigen sich im Spiel tausendmal, ne, indem die eines der schlimmsten wirklich Schimpfwörter im Mund, aber wenn du in Chat Schimpfwörter reinschreibst, das wird sofort zensiert. Ja. Ach ja, wenn du, ich meine, reich oder so schreibst, ne, dann wird das sofort zensiert. Reich wird zensiert. Naja, es kam ja schon so einige Sätze mir entgegen. Fand ich schon lustig. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, weißt du, so hackermännlich auch. Bock drauf. Auch weil das für mich ein Vorteil ist. Nein! Ah, oh, ey, das war laut. So. Ganz unauffällig. Kein Mensch ist da. Okay, one more thing. I'm gonna need you to torch the cop car to stop this coming back at us. There are some gas cans under the Olympic Freeway in Marietta Heights that'll do the job. Ja, komm, jetzt steig ein. Ich mach das nicht mehr. Dauert alles nur länger. Ich fand's aber lustig. Jetzt musst du schnell mal E drücken. Warum? Mach einfach mal. Ja, bitte. Schneller. Hab ich. Du kannst das nicht. Oh, mir ist klar, dass du hier die Sirene damit ausmachen kannst. Nee. Du kannst es einfach nicht. Hab ich, da. Alt und F5, ne, oder? Ne, Alt und F4 war das. Nein, nicht Alt und F4, so. Oh, wer weiß Bescheid. Willst du das in die Luft jagen, dann setze ich mich schon wieder zurück. Mach mal. Ach, wie haben sie mich denn jetzt hier gesehen? Seit wann fahren die Polizisten auf den Schienen? Manchmal tun die das. Große Pfützen sollen mehr bringen, wurde mir gesagt. Ja, aber natürlich nur da. Schöne kleine Schnurregen. Guck mal, du musst das zum brennenden Container in der Schnur legen. Ich gucke, dass das funktioniert, was ich hier ausgedacht habe. Steig ein. Nein, ich will es gucken, ob es funktioniert. Ja, wir warten doch. Da, bitte. Sieht gut aus. Ich sehe sogar für dich. Sehr schön. Beleuchtet es sogar mit. Da. Oh, Mann. Und hier, du. Ist noch nicht zerstört, das Ding. Wow. Das hat Sitz. Ja, jetzt okay. Aber. Der fährt schon heutzutage mit Licht. Altmodisch. Hm. Stefan? Ja? Wie sieht's bei euch aus? Nicht so erfreut hört sich das an. Nee, Polizei gerade. Es ist an den unmöglichsten Stellen gespawnt. Ja, es passiert ab und zu mal. Da muss man mit leben. Manchmal geht das voll schnell und manchmal. Manchmal dauert das halt ein bisschen länger. Ich weiß noch, als wir uns im Tunnel verfahren haben. Tust du jetzt auch schon wieder, aber. Ja, und man darf halt nicht zu schnell fahren, sonst. Nee, auf keinen Fall, muss mal gucken. Eigentlich cruise ich meistens nur bei den Bullen und dann. Nee, nicht mit den Bullen, sondern weil die Autos direkt manchmal vor einem spawnen. Wenn man zu schnell fährt. Gut, bei der Geschwindigkeit klar, bei der maximalen Geschwindigkeit, dann kriegt das selber nicht mehr hin. Bau einen Shuttle. Engel, hast du denn schon einen Shuttle gebaut? Du willst immer das alles in Shuttle bauen.
La 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 la. Nö, Taujan, finde ich nicht. Oder so lieber. Hm, boah. Oh mein Gott! Oh, das ist neu. Das Auto verschwunden. Magic. Das Schlimmste ist, wenn du ein Auto ausweichst und 5 Sekunden später ist es weg. Ja. Oder aber du hast es ausgewichen und plötzlich wechselt es unvermittelt die Spur. Nee, und du knallst damit Fullspeed mit. Dann fährst du rein dadurch. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, 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 la, 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 la. Der arme Linus. Sind wir jetzt die ersten oder die letzten? Wir sind die ersten. Was mussten eigentlich die Polizisten hier die ganze Zeit machen? Wir waren shoppen. Okay. Nein, nein. Wir mussten jetzt ein Polizeiauto stehlen, dann mussten wir so ein Blatt eintreten mit nahen Freunden und ja. Wir mussten halt so diesen Fahrplan vom Polizeibus mussten wir kaufen und klauen. Ah. Und dann haben wir den halt verbrannt wieder den Polizeibus. Polizeifahren, ja. Es war mir egal. Du musst ihn, glaube ich, reinbringen, ne? Weil bei mir schon mal bringt das nicht so viel. Oh, komm rein. Weil du hast das auch geholt. Ja, ich habe gerade Spaß gehabt, Entschuldigung. Ich spann so lange beim Nachbarn durchs Fernrohr. Ja. Oh. Das sind leider keine Easter Eggs, wir haben noch keine gefunden. Boah, das wäre doch so toll, ne, wenn wirklich welche am Pool liegen, ich habe nichts gesagt, und, Doch, du hast schon was gesagt, das haben alle gehört. Ja, ich weiß. Ja, ich würde das aber lustig finden. Hast es, ja, hast es abgegeben. Gerade dabei. Gib's ab. Say my name. Ach, wir haben es bestanden. Ja, jetzt geht's ab. Wir fliegen? Ach nein, na, jetzt kommt doch noch eine Vormission. Ich gebe dir einen Tipp, ne? Ja, ich weiß. Wir müssen diesen entweder Villa oder Bank. Es hört sich an nach Chips, die in einer Stapel Chips sind das. Habe ich recht? Ja. Ha. Ja, mir ist egal, was ich mache. Wenn du mir jetzt noch sagst, welche es sind, dann zieh ich echt meinen Hut. Das sind die von Lidl, das ist Iron. Was? Von Lidl, Iron Geschmacksrichtung. Onion? Ja. Geil. Was? Hä? Ja, sind sie. Von ja, Lidl. Von Lidl, Onion. Es lag mit dem Urin irgendwie. Ich habe gerade das Urin in ein Fässchen reingepackt und dann habe ich rumgerührt und stand es da drin. Ja, Wahnsinn. Sehr lecker. Lass uns mal irgendwie Lotto spielen oder so. Dann. Ja. Das war, ich habe geraten. Ich muss ehrlich das zugeben. Kommt, rennt bitte da in diese Bude, dann werdet ihr gleich sofort mit reingepackt, ne? Genau. Brauche ich euch nicht einladen. Das war geraten. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Okay, komm, das kann nur das sein. Aber wenn man denkt, ich meine, Stapelchips war schon gut, aber wie viele Sorten es gibt. Ich meine, jeder Discounter hat ja seine eigenen. Plus Pringles. Also, ich hab den Lotto. Schade, dass es nicht bei Lotto funktioniert. Jetzt labert er wieder. Es gibt gleich auch noch Chili. La la la. Ich habe seit 5 Minuten nichts getötet. Und ich spiele GTA. Das geht ja nicht, das geht nicht. Das müssen wir jetzt in 2 Sekunden ändern. Also, ich bitte die Staatsanwälte, danke. Nochmal. Ich Staatsanwälte. Staatsanwälte, hä? Hey, good work. Sie jetzt, willst du Villa oder nicht? Nicht Villa. Okay, ich weiß Bescheid. Ich schließe mich dann Sven an. Wenn wir die Wahl haben. Ja, okay. Laber nicht, du Vollpfosten, und kriegst aufs Maul, ey. Kann ich skippen. Bezahlen tust du es eh nicht, du Pfosten. Du zahlst uns nichts, laber uns aber voll.
Schwer. Boss, Arsch. La! Bam! La! Ach, das, Team. Warte, dann tausche ich kurz eben ins Villa-Team. La! Was machen die Teams? Das Villa-Team tötet halt in das Villa-Team tötet einen in der Villa und das Rathaus-Team tötet zwei am Rathaus und klaut ein Paket und da sind halt viele Polizisten. Ah. Ja, ja, und du musst einfach nur, also bei der Villa ist es ein bisschen mehr eher so sneaky, also mit meist eigentlich mit Scharfschützengewehr. Du brauchst keine Rüstung da. Das ist nicht schwer. Ich kann auch, wenn du willst, komplett alleine durchsneaken, nur das ist total einfach. Wenn du weißt, wo die stehen. Das heißt, ich muss ein bisschen zeigen, so schwer ist es ja nicht. Ich muss einfach nur alle mit einem mit einer Waffe töten. Und ein Schalldämpfer drauf ist. Sollen wir da nehmen? Dann nehmen wir da. Ja, ist ja gut. Fall jetzt da hin. Und parkt ihn dann bitte da, wo wir hochsteigen. Steigen hoch, erschießen die, steigen runter, steigen in Kuruma und verpissen uns. Ja, aber ihr müsst euch. Fahren dann zum Dings. Wer holt denn. Ja, machen wir alles schon. So, einer in Kuruma und sitzen bleiben. Ja, genau. Nein, also ihr müsst beide so oder so hoch. Ja, ich mach das schon. Achso, pass auf, wir gehen beide hoch. Dann bam bam, dann gehen wir runter, steigen in Kuruma, fahren vor die Treppe, dann steigt einer aus, wahrscheinlich ich. Nicht der Fahrer, ganz wichtig, nur der Fahrer bleibt. Ja, ist klar. Dann steigst du raus, steigst wieder ein, nimmst das Zeug mit und dann faust du ab. Ist eigentlich ganz simpel. Ganz simpel. Und jetzt hier links hoch. Oh, jetzt kommt. Rückwärts. Ich kann dir sagen gleich, welche wir als erstes töten müssen. Da läuft gleich einer nach links und rechts, den müssen wir zuletzt töten. Als erstes einer auf dem Balkon, den wir wegsnipern müssen. Nicht hinrennen, erstes snipern. Die Sniper ist automatisch mit Schalldämpfer hier. Die vorne. Scharfschützengewehr. Ja, wen? Genau. Den, der vorne auf dem Balkon schießt, abschießen? Ja, genau, Heddy. Das mache ich gleich. Mach ich das gleich jetzt oder auf Timing? Jetzt sofort, mach sofort, die hören das nicht, nur die Tristen. Okay. Dann ist jetzt links hier in diesem kleinen Gebäude ist noch eine, kannst du auch töten. Dieser kleine Bungalow, ja, das mach ich. Genau, die sehen das nicht. Und dann pass auf, ich nehme den rechten. Dieser Typ, der geht, der durchgängig, du musst jetzt töten. Perfekt. Und jetzt hast du eine Waffe mit Schalldämpfer? Ich hab eine schwere Schrotflinte mit Schalldämpfer. Keine Pistole oder so? Und ich guck mal ganz kurz. Okame. Ich den rechten. Nee, ich hab keine Pistole. Ja, doch, die normale Pistole habe ich mit Schalldämpfer. Ja, komm mit, ich sag dir, welche du töten kannst. 3, 2, 1, weg. Boah, am besten gibt's den einfach. Jetzt mitkommen. Ich hab schon wieder diesen Bewegungsbug. Brauchst nicht. Was ist denn für ein Bewegungsbug? Ich kann dann nur nicht, nur nicht jetzt rennen, weil das ist zu laut. Ich kann dann in eine bestimmte Richtung nicht laufen. Oh. Der dreht sich um. Also hier vorne. Kommt sie hin? Der kommt nicht. Nur nicht so, nicht rennen. So. Hier vorne steht einer, den kannst du töten, hier vorne. Natürlich ein Heddy, ne? Irgendwo, da. Genau, den gibt's ein Heddy. Dann ist hier unten, siehst du ja am Auto. Kannst du den oder soll ich den? Komm mit. Aussteigen. Stefan, aussteigen. Und wir ein. Ja, hervorragend. Ich dachte, wir machen noch die Kopf. Nein, brauchst du nicht. Jetzt gleich genau, hier vorne, der geht nicht. Scheiße, Heli, jetzt mal in Helios werden. Hier vorne rechts. So gleich ein ich weiß nicht, ob der so weit geht, ich glaub's aber nicht. Nein. Nee. Also hier vorne jetzt. Um die Ecke, einfach hier vorne in die Ecke und dann sofort ein Heddy geben. Ist er? Genau. Der nächste, der ist hier vorne auf dem Balkon, der dreht sich niemals um. Der ist hier, der ist hier. Siehst du den? Hier vorne. Du kannst auch ein Heddy geben, der guckt immer nur in die Richtung. Ist er? Du kannst auch ein Heddy geben. So, und jetzt der letzte, genau, und dieser, den wir töten sollen, der ist hier oben drauf. Also hier vorne kannst du von, wie gesagt, hier kannst du, brauchst nicht hochlaufen. Oder kannst auch hochlaufen, egal. Vorne, ein Heddy.
Dann haben wir es geschafft. Ich gehe schon mal zum Auto, ich hole schon mal das Auto. Bin halt wieder raus einfach vorne. Ich hole schon mal das Auto. Oh. Komm, kriegst du noch einen. Na gut, okay. Wow. Ich dachte, das ist das einzige, das ist. Ist es nicht. Das war schon die Mission, jetzt fahren wir einfach zurück. Deswegen, das ist eines der, das ist die einfachste. Und ich grünen Rauch hat er sich auch eingebaut. Gehört dazu. Aufschlusssichere Reifen. Na klar. Na gut, hat der Kuruma ja, glaube ich, sowieso. Und grüne Felgen. Das sind grüne Monster. Geh weg hier, du Sau. Störst mich. Du störst mich auch. Komm weg hier. Du störst mich auch. Seid ihr auch schon fertig? Ja, Stefan, müsst du nur aussteigen und dahin gaufen. Ja, wir sind aus ein paar Millisekunden da. Besten überfahren wir euch. Fertig. Easy. Siehst du, mit einem Host geht das wunderbar. Selbst der Mr. Tax kann mitspielen. Ja, das finde ich super. Dachte ich mir. Das ist die Sache halt, man muss. Und Stefan, willst du irgendwann mal in Realität auch so aussehen, wie du hier rumläufst? Du jedenfalls aussehen, wie du hier rumläufst? Darum geht es noch. Darum sind es ja Avatare. So, nee, war bisher einfach nur zu faul, nochmal zum Friseur zu gehen. Achso. Musst du jetzt also auch schon zig. Also das ist wie in der Realität. In der Realität bin ich auch mal zu faul, zum Friseur zu gehen. Okay. Also. Sekunde, du willst der Wetter sein, ne? Ja, ich war bisher immer der Gefangene. Ich möchte diesmal nicht der Gefangene sein. Das müsste ja, Texter gab. Text. Wir können jetzt falls mal jetzt ausdiskutieren, wenn wir dann in der in der Auswahl sind. Ja, dann steuere ich halt den Hubschrauber. Mir ist es egal, ob ich bin Wärter, dann steht ja einfach alles fertig. Mir ist es egal, ich bin Wärter, Punkt. Schon klar. Das war jetzt eine. Das war jetzt definitiv falsche Aussage. Ich jeden 25%, also kann ich sagen, ich bin Wärter. Ist doch völlig in Ordnung. Ich hab doch gesagt, ich mach den Hubschrauber, Lee. Ja, ist Stefan, okay. Und Stefan, du bist Pilot, Und Plane, also Flugzeug. Also Flugzeug, musst du dich die ganze Zeit. Du hast den langweiligsten Job. Du machst gar nichts. Doch, das Plane. Das ist cool. Das heißt, du musst immer den Raketen vom Jet ausweichen. Nein, Du fliegst einfach nur Jet hinterher. Ja, aber du musst trotzdem, wenn er dich abschießt, musst du trotzdem ausweichen. Auch wenn du hinter ihm bist. Ne? Wenn du weißt ja nie, ne? Nee, macht da nichts. Das ist total langweilig. Das Einzige, was du machen musst, ist nur aufpassen, das werden wir gleich machen. Das Einzige, was du machen musst, du fliegst erstmal, ich sag dir Bescheid, weil du nach Sandy Shores reinfliegen sollst, dass ich den Hubschrauber habe. Ich muss mich zwei Sachen machen. Und dann machst du nichts anderes. Da kommt dann von der linken Hand so ein komischer Scheiß, langweiliger Jet. Und dem musst du eigentlich nichts weiter als hinter ihm bleiben. Und dann machst du nichts anderes die ganze Zeit, als auch hinter ihm zu bleiben. Außer er fliegt zu weit weg. Dann musst du ab und zu vielleicht auch mal dich anvisieren lassen und mal einen kleinen Looping dabei ziehen. Also aber du ja nicht abtreffen lassen, ganz wichtig, nicht ja, bleib. Und flieg nicht in ein Helikopter im Nachhinein rein. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Alles easy, bleiben Sie ganz ruhig. Yoshi ist immer so ein bisschen nervös, da muss man ein bisschen innere Ruhe. Das klang etwas merkwürdig gerade. Alles cool, fliegen habe ich noch nicht gemacht, dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, das Einzige, was du machen musst, ist den Jet halt so einigermaßen versuchst, in der Nähe von Sandy Shores zu lassen. Sandy Sands zu lassen. Weil manchmal haut ja ein bisschen ab. Aber zur Hauptsache, dass du im Hintergrund herfliegst. Der ist arschlahm, da musst du teilweise abbremsen, sonst ja, du musst abbremsen. Ja, sonst räumst du praktisch den dummen Jet, weil er zu langsam fliegt. Ich flieg hinter ihm, weil wenn ich vor ihm fliege, dann würde er mich abschießen. Genau. Entschuldigung, das kann ich nicht tun. Genau. Ich bin mal ganz kurz vom K. Ja. Der Jet, der macht keinerlei Anstalten, zu versuchen, hinter mich zu kommen. Nein, der fliegt, der ist. Oh, das macht nicht so viel Krach. Der fliegt ganz langsam, zappelt immer links und rechts, aber im Grunde weiß er gar nicht, was er machen soll, weil er sieht dich halt nicht. Er sucht dich die ganze Zeit wohl, aber die KI ist zu blöde.
Und wenn du hinter ihm herfliegst, passiert gar nichts. Oh, ist jemand AFK? Dann bin ich auch ganz kurz weg. Jo, viel Spaß. Der ist klar. Der hat keinen Rückspiegel, deswegen sieht er die anderen nicht. Ja, ja, er guckt nicht nach hinten, der guckt nur nach vorne. Oh, töten, 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 töten. Das war komischerweise sehr realistisch, weil wenn man sich anguckt, wie bei War Thunder teilweise manche Fluggefechte ablaufen, glaube ich auch nicht, dass die Leute sehen, was links und rechts und hinten von ihm ist. Die sehen auch nur, was vor ihnen ist und mehr nicht. Bombenscherz, kostet 40-Jährigen. Sag mal, ist heute irgendwie ein großer Sterbetag? Achso. Gleich mehrfach. Meine Nein. Bis morgen, oder? Christi Himmelfahrt, ja. Eine 40-Jährige hat am Frankfurter Flughafen mehrfach scherzhaft behauptet, eine Bombe im Gepäck zu haben. Na, haben Sie Bombe endlich gefunden? Fragte sie etwa bei der Gepäckdurchleuchtung. Das Sicherheitspersonal fand den Witz nicht so gut. Die Frau wurde zunächst intensiv kontrolliert, erhielt danach eine Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens und wurde von Fluggesellschaft nicht an Bord gelassen. Ich glaube, ich muss nochmal eingeladen werden. Du musst doch nur in den Dings reingehen. Du musst doch. Ja, ich bin ja gerade drin und hier sind wieder einer und. Ja, ich kurz mal weg und nochmal rein. Eigentlich müsstest du. Ich kann dich auch einladen, aber eigentlich, ja. Kann ja einfach nur laufen. Dann Rio. Alter, du hörst dich auch gar nicht. Ich verstehe gerade nicht deine Internet. Ich habe ihn eingeladen. Okay. Ah. Mehr als Enter kann ich nicht drücken. Düb, 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 düb. Ja, und dann rauchen sie immer in der Nacht, Mann. Bei mir steht auch eingeladen. Ja, ist angenommen. Also, er ist eigentlich schon dabei. Er kämpft schon mit dem Internet. Er saugt sich die letzten paar KB raus. Okame weiß auch nicht, was sie tun will. Okame! Yeah! Ach, was soll ich eigentlich Okame? Ich kann eigentlich Romi sagen. Ich kann eigentlich Romi sagen. Bei Engel frage ich mich immer wieder, ob die 26.09 ihr Geburtsdatum ist. Man weiß ja nie. Ja. Manchmal ist ja die Zahl dahinter ja doch das Geburtsdatum. Mann, wie bescheuert muss man sein? Wir hatten vor kurzem ja die Diskussion, ob es noch Knuddels gibt, ne? Gibt es ja immer noch. Was? Knuddels. Was sind denn Knuddels? Das ist Pädophilen-Chat. Can we get going? All right. Pädophilen-Chat? Was? Ja, Pädophilen-Chat, das war ursprünglich für alle Menschen gedacht. Aber es hat sich herausgestellt, dass da fast nur Pädophile waren, weil da viele Minderjährige drin waren. Und die haben halt die angeschrieben. Knuddelt, sagt mir gar nichts. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing... ich sollte skippen, ne? Wäre meine Idee. Nein! Nee, es ist ein Datum, ja, aber was für eins, das bleibt mein Geheimnis. Ah, Engel, ich werde dich noch durchschauen. Ja. Deine ach, Geheimnisse... Ich mache den Stream. Was? Sie den Stream oder hast du sie angeschrieben? Warum soll ich wen euch anschreiben? Okay. So, wieder da. Okay. Was muss ich als Sprengmeister machen? Ich erstmal so, ich bin Wärter, dann machen wir das auf Häftling. So, nein, jetzt Häftling, Mr. Taxis Häftling. Okay. Du musst nur, also pass auf, Mr. Tax. Wir gehen jetzt in das Gefängnis hinein. Ja. Rodario, also sprich, Yoshi wird hinter dir sein. Yoshi hat volle Bewaffnung, du hast fast gar nichts. Du hast doch keine. Du kannst dich verstecken. Genau, du versteckst dich, okay. Du hältst dich eigentlich zurück. Du läufst immer sozusagen von der zweiten Reihe aus. Mhm. Du bleibst weit. Ich glaube, macht ihr es so, dass Häftling unten bleibt und du oben lang gehst, oder wie macht ihr das hier? Der läuft mir hinterher und später, wenn er den Gefängnisinsassen hat, dann muss er sich halt bei den Gefängnisinsassen halt immer einen Schutz damit, ja. Weil der rennt den immer hinterher. Ja, genau, der läuft dir hinterher. So also ein bisschen halt dich zurück.
Und ich bin am Anfang immer hinter dem Gefängnis insassen und hinter den beiden, damit ich die von hinten besser abknallen kann und im Nachhinein ziehe ich dann vor. So, und wer möchte jetzt... Ich mach den Sprengmeister. Was macht der Sprengmeister? Ich muss jetzt erstmal den Gefängnisbus wegsprengen und dann den Heli. Ja, genau. Sind 25 okay angemessen oder wollt ihr lieber nur 10? Ah, das ist super. Wir fahren mit dem Turismo, der ist schneller dort. Vielleicht schaffen wir jetzt ja auch mit der 10 Minuten oder 12 Minuten dieser Mission zu knacken. Dann kriegen wir irgendwie was Besonderes freigeschaltet. Hello, du musst ready machen. Ich sehe total fertig aus. Ja, ich bin schon bereit. Nee, das Spiel ist gerade drin, also. Nein, ich meine jetzt von der Kleidung her. Achso. Halt, mein Kuruma. Muss ich jetzt mit ja, alleine oder? Ja, steigt bei mir an. Ich nicht. Okay, bei wem muss ich mit? Hier? Mr. Taxball, du musst bei Rodario mit. Sabe ist alleine. Ah ja, da. Okay. Läuft ja wieder. Ja, wenn ihr zuhören würdet. Und Geschwindigkeit. Wir haben nicht viel, unendlich viel Zeit. Warp-Antrieb. Du stehst bitte nicht ab mit dem Plane. Ja, kein. Dann mit dem Flare-Abschluss. Dann ist das Flugzeug, weißt du? Ja, Flugzeug habe ich noch nie gemacht. Also. Das ist wirklich nicht schwer, das ist die einfachste Aufgabe, Stefan. Das ist so langweilig. Ja, das ist arschlangweilig. So langweilig ist. Deswegen will ich das fast nicht spielen. Aber wenn bitte flieg erstmal nur zum Vinewood-Schild und ich sag dir Bescheid, wenn du dann jetzt in die Sense einschlagen fliegen darfst. Ja, nee, er soll dann rüberfliegen, 2 Minuten bevor die Countdown abgelaufen ist. Ja, genau. Soll er vorher fliegst du nicht über das Vinewood-Schild rüber. Also lange über der Stadt kreisen oder was? Nein, über das Vinewood-Schild kreiseln. Vinewood-Schild. Ich mach das schon, Yoshi. Ja, also Vinewood. Ist da vor der Stadt. Also über der Stadt. Du kannst direkt über da oben auf dem Vinewood-Schild ist doch so ein komisches Dings hier. So ein komisches. Nein, er soll nicht landen. Ich hab da keinen Bock, dass da irgendwie was kaputt geht. Nicht landen. Er soll da einfach nur kreisen. Richtig. Ich kreise über der Stadt. Ja. Aber und gut, überquere nicht den Berg mit dem Schild. Du kannst auf den Berg direkt. Nee, nicht umfliegen, dann geht automatisch. Doch, geht. Ich hab's schon 1000 Mal gemacht. Wenn ich mit dem Flugzeug über das Schild rüberfliege, dann geht der Alarm los. Nein. Nicht sofort. Es gibt aber eine bestimmte Grenze. Frau Bär ist gestorben. Ach, darf ich ihn nicht zerstören? Darf ich ihn gar nicht zerstören? Oh, scheiße, ich hab gar nicht aufgepasst. Jetzt diskutieren wir so lange rum. Du kannst, da oben ist eine verdammte Scheißspitze, da kannst du drin eng drum rumfahren. Nein, ich hab das Ding kaputt geschossen, weil ihr mich ganz voll gelabert habt hier. Mann! Hier kann ich den Erfolg nicht freischalten, weil er fehlgeschlagen. Kein Mal neu starten, bitte. Mann! Du kannst, und da oben ist eine scheiß Radiostation, da kannst du die ganze Zeit drum rumkreiseln. Eng drum rumkreiseln. Toll, jetzt hat alles wieder... Toll, oh, jetzt reg ich mich wieder auf. Ja, weil ihr die ganze Zeit alle durcheinander redet. Weil ihr alle so panisch seid, Jungs. Hört doch einfach zu, die wir es 1000 Mal gemacht haben, okay? Ich mach die ganze Scheiße schon, für die Toten schon gemacht. Du kannst da oben rundherum, weil wenn du zu weit weg bist, dann ist mit der Zeiteinplanung schwierig. Ja, stimmt. Aber 2 Minuten. Weg sein. Mann, ey. Yoshi, einfach mal die Fresse halten. Das kann ich nicht, das weiß ich. Dann mach einfach! Das geht ja schön. Mach! Jetzt hab ich dummerweise auf den blöden Bus geschossen, naja. Akro! Was krieg ich überhaupt noch Akro hier mit euch hier? Was ist gerade passiert? Also. Ich hätte den Gefängnis nicht da zerstören dürfen. Ach so. Aber ich hab die ganze Zeit nicht drauf gepasst, einfach nur rumgeballert. Uns was vorpredigen, aber dann selber... Ruhe! Jetzt wäre ich richtig sauer. Also ich muss ehrlich sagen, die Schrankanimation sollten wir nochmal überarbeiten. Der bleibt einfach mitten mal bei dem Weg, bei der Tür Schrank aufzumachen, stecken.
Ich werde jetzt gleich sofort die töten, also nicht vorrennen gleich, wenn sie aussteigen, einfach nur da stehen bleiben. Okay. Und versuchen nicht. Pistole oder Pistole ausrüsten? Nein, du kriegst es schwer hin, warte, du kriegst gleich automatisch die Pistole in der Hand. Okay, lass mich die eben kurz abknallen, weil das geht, das ist besser, weil dann verlierst du kein Leben. Sonst verlierst du, wenn wir vorgehen, verlierst du ein Leben. Du kannst ja. Vera. Und nicht vorrennen gleich, wenn die tot sind, weil da vorne ist auch wieder einer, den muss ich auch vorher nochmal töten. Einfach hier warten erstmal. Ja, ich hab den gleich tot. Immer. Ey, jetzt stirb doch! Ey, warum spacken die hier so rum? Hast du einen Treffer bekommen? Ich hab keinen Treffer bekommen. Gut. Hier, warte, hier vorne ist einer, den töte ich eben. Gut. So. Dann hier lang. Ich folg dir mal einfach. Ja. Guck, dass du, ich werde gleich gucken, dass du vorläufst. Oder lauf du mal kurz ein bisschen vor. Geh du mal als erstes hoch, ja genau, damit du die Waffen aufsammelst, weil du brauchst ein Maschinengewehr. Aber nicht vor Rennen, also immer einfach nur vor mir gehen, damit du die Maschinengewehre aufsammelst, weil da vorne gleich, wo der eine Typ liegt, da links gehen. Ich töte jetzt gleich den linken, da ist einer. Ich geh gleich die Treppen runter, den töte ich. Kannst jetzt gleich die Sachen und nur nicht weiter vor gleich rein, ich töte den eben. So, jetzt weiter. Aber ja, nicht ganz durchrennen, ne? Weil EMP habe ich jetzt. Ich bleibe jetzt südlich vom Weinbootschild. Warte, bleib mal okay. Hier, da ist rechts einer, den muss ich immer vor. Weil der weg. So. Ich hab jetzt hier einen MP. Ja, behalt die mal, sammel du noch auf, weil gleich wird's hart, gleich kommt SWAT und so. Alle und du sammelst, wenn wir gleich runtergehen, sammelst du einfach alle Muni auf. Okay. Weil ich habe einfach unendlich. So. Jetzt rennen einfach rund. Ich warte, bis du alle die Muni aufgesammelt hast und sagst, du bist bereit. Okay. Weil ich habe alles, habe alle getötet. Na, raus mit dir. Da vorne, genau, hier zu den Typen da hinten dann rennen. Zu dem blauen Kreis. Nein, hier vorne. Genau, zu dem blauen Kreis. Einfach hinrennen. Und der gleich spawnt ja in der Wand, einfach ducken, weil ich töte die von hinten, das ist besser. Okay. Ach, wie kann ich denn mal. Nimm wahrscheinlich ein MG oder so. Boah, das Blöde ist, man kann diese Sequenzen nicht skippen. Der läuft dir jetzt eigentlich fast nur noch hinterher, deswegen. Jetzt an der Wand ducken? Jetzt genau da an der Wand, wo der hinrennt, musst du auch da hinrennen, weil. Einfach hinterbleiben. Ich guck, dass ich die töte. Weil du stirbst einfach schneller. Um einiges. Was auch. Ja, sorry Jungs, aber bei sowas werde ich immer aggressiv, wenn die Leute ernsthaft nur. Ja, ach komm, Wusa. Schnucki. Kriegst nachher schon einen Bussi von mir. Oh, das ist doch eng, das ist doch mit anders für zuständig. Stefan, wie viel Zeit hast du noch? Guck auf deine Uhr. 2 Minuten 50. Jo, bin gleich beim Helikopter. Ja, sollte er langsam jetzt rüberfliegen, weil der Jet braucht auch mal ein paar Millisekunden noch. Ja, wenn du reinfliegst, dann kommt links, kommt dann der Jet. Soll ich jetzt reinfliegen? Ja, kannst du machen. Also bei mir wieder Scheiße. Ich muss mich kurz beruhigen, ich hab die Schnauze voll. Ich hab dieses ganze. Ich glaub mal kurz. Mann, ey! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr die ganze Zeit im Hintergrund labert. Es geht nicht. Ach, dann reden wir nicht. Mann! Machen wir so, ich schalte mich jetzt aus. Ey! Ganzen Abend schon, weißt du, Joshi, du kannst dann manchmal echt auf den Keks gehen. Meine Verteidigung, ich habe gerade Kekse gegessen. Gott, noch einmal. Ich habe mich jetzt gemutet. Ja, dann mute dich doch auch, verdammt!
Ja. Sag mal, werde ich jetzt statt die ganze Zeit mit dem Flugzeug im Kreis zu drehen? Ja! Nee, Mensch, gib mich gerade auf den Keks hier. Ah, ich sag auch nichts mehr. Mann, ey. Alle auf den Keks gehen hier. So. Meine Fresse, ey.
Bei wie vielen Minuten soll ich denn mich los auf den Weg machen? Also wenn du 2 Minuten bist, kannst du reinlaufen. Ich bin jetzt auch schon beim Helikopter, du kannst eigentlich schon direkt reinfliegen. Ich kann mich dann viel besser konzentrieren. So, jetzt kommt der Jet. Ja. Hast du ihn? Ja, er kommt jetzt von links. Ja, da musst du nur hinter den hin. Ja, er kommt ja auf mich zu. Also. Ja, hallo. So, mit Hubschrauber geschossen haben wir auch nicht so häufig. Bin hinter ihm? Jo, dann viel Spaß. Kann ich Snacks essen, während ich in Deckung bin? Ja klar. Ja, okay, gut. Du kannst auch die Panzerung wechseln, wenn du mir mit Tagen noch Panzerung gekauft hast. Kannst dann weitergehen hier zu dieser Kiste am besten. Warte hier gleich am besten, ich mach die hier schon weg. Ich verfolge dich mal, okay? Na, nicht da den Weg, den ich, weil ist jetzt gerade so ein Weg, wo die gerne drauf schießen dann auch noch, okay. Weil ich direkt in deren Schussfeld laufe. Da muss man halt Waffen haben, die extrem stark feuern, wenn man die auch unterhalten kann. Scheiße. Gestorben? Nee. Töte den links. Genau. Hat der aber immer keine Munition. Rechts von mir sind da welche. Nein, ich bin gerade auf den, also ich schieß gerade auf den. Okay. Versuch die gerade. Ich nehme auch nicht die Muni auf. Die okay. Haben, dann kannst du die gleich aufheben. Nimm mal Snacks dann, ne? Und fülle dich dann wieder auf. Für den letzten. Beziehungsweise die anderen mache ich gleich auch nochmal kurz weg. Hier vorne ist dann auch hier ist eine Panzerung, kannst du dann auch aufnehmen. Komm her, du So. Hier vorne, wo ich jetzt gerade stehe, ist gleich eine Panzerung. Also hier vorne an der Ecke. Die nehmen gleich auf. Weil mich in der Zeit jetzt von den anderen. Aber jetzt noch nicht, weil hier die hier überall gerade rumchillen. Hält mich auch gerade selber. Wo hat's denn eine Panzerung in diesem Hof hier? Hier vorne. Okay, vorne, gut. Da siehst du, guck mal, hier komm mal zu mir. Ja. Oh, pass auf, warte, ich kümmere mich eben. Hier vorne links, hier, guck mal da. Hey. Da? Ich würde gerne unterstützen. Ich finde keine. Nein, guck mal hier, guck mal mich gleich. An eben. Ja? Guck mal mich jetzt eben an. Warte, ich kann gerade nicht. Ich muss mich kurz eben auch. Ja, hinter dir ist. Hinter der Wand, sofort rechts, da ist ein Schild. Da ist die Panzerung, die kannst du aufheben, einfach durchlaufen.
Nee, guck mal. Hier, hier vorne, da. Ich warte nicht, warte, ich muss ihn killen erst vorher. Was war denn die Raketennummer auslösen? V, ne? Der, gerne, ja, der eine ist weg. Kümmer mich jetzt um den nächsten. Raketen auslösen war V, ne? Mit Tab, glaube ich. Mit Tab weg, ne, mit Tab wechselt man. Ja. Oh. Weiß nicht, ich habe jetzt mir angewöhnt, mit dem Controller zu fliegen. Hast du aufgenommen? Ich weiß immer noch nicht, wo du meinst. Ja, doch, guck mal, guck mich mal an. Ja. Ja. Hier vorne, da. Ja. Da. Hier vorne, guck mal, wo ich. Ah, da! Ah! Ja, hab ich. Ja, versteck dich dann auch sofort. Gleich wieder, also am besten. Ich kümmere mich jetzt um die letzte Nummer. Weil die ganzen Sniper noch. Was für ein Raketenabschießen nochmal? Ich komme gerade nicht drauf, weil ich irgendwie voll angefressen bin. Sag Bescheid, ja, wenn ich hier, ne, mich hier. Oh, jetzt, du brauchst gar nichts, du musst erstmal gar nichts machen. Das kriegst du gleich gesagt. Was war ein Raketenabschießen nochmal? Welche Taste? Yoshi? Normal schießen. Wenn du die, spielst du mit Tastatur oder wie? Ja, klar. Dann musst du einfach ganz normal mit einer Maus scrollst du die Waffen. Ich hab alle schon. Wir sind schon durch. Tabulator-Taste und ich glaube Leertaste. Warte eben, wir rennen noch nicht weiter. Quatschen, renne mal zu den Typen. Ja, Leertaste. Der hinterher rennt. Hat er schon mit dir geredet? Nee, warum? Das sollte er? Ja, der redet ganz kurz mit dir, damit der hinter dir läuft. Renne mal zu ihm kurz, ganz nah ihm dran, damit er. Genau. Und jetzt komm mit mir. Rennt er mir eigentlich hinterher. Rennt er dir hinterher. Genau. Okay. Ich dachte, guck mal, du wartest hier gleich und steigst hinten ein, nicht vorne hinten. Okay. Weil wenn der sie gleich nach vorne rennt, dann ist das nicht so schlimm, weil der hat ein bisschen mehr. Ich flieg hier echt. Hallo? Achso. Warte, hier vorne warte dann. Ich komme jetzt mit dem Auto nach vorne hier hin, weil ich habe noch gerade mein Schutzschild gedroppt. Den anderen brauchst du gleich noch. Ich muss echt mehr die 3D-Mods kriegen, ja, das ist ja. So. Steig hinten ein. Einfach hinten einsteigen. Einfach hinten einsteigen, ja genau. Ja. Dann, genau, einfach jetzt drin warten. Und gleich ins Flugzeug einsteigen. Macht euch zum Landen. Stefan, kannst du landen? Landen. Der Flug kommt aber nichts angezeigt. Jet müsste eigentlich abschneiden. Jetzt kommt. Ja, jetzt kannst du Landebahn. Jetzt kannst du auf die Landebahn. Jetzt den kürzesten Weg dorthin. Ich bin ganz gleich da. Du musst mir sagen, ob du am Anfang oder Ende der ladenden Bahn bist. Ich werde beim Hangar aufsetzen und dann vom Hangar wegfahren. Ja, ne, drehen einfach, damit du gleich schnell starten kannst. Komm jetzt runter. Und einfach landen, genau. Bremsen sofort, ne, damit ich fahr dir hinterher. Anhalten, dann wo ist denn der? Ne? Wo ist denn der? Hinter dir. Ach, da oben. Und jetzt dann gleich möglichst schnell ins Flugzeug. Ja. Genau, einfach gleich einsteigen sofort. Genau, einfach vorne einsteigen. Und ich mach das ja auch. Jetzt einsteigen, aussteigen und einsteigen. Einfach einsteigen. Komm, los. Einfach einsteigen. Schnell. Bin drin. Starten. Hoch. Genau. Ja, jetzt fahren wir ganz hin. Ja, jetzt musst du das. Fliege nicht zum ersten Mal. Ja, Entschuldigung, jetzt sage ich. Yo.